Moin YouTube, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Motortest. Wie immer mit unserem Chat-Kommentator Pyro. Hallo. Und mit einem neuen Auto. Und zwar dem Porsche Taycan Turbo S. Mit einer nagelneuen Lackierung von Ownless. Mit unserem XP-Set schon drauf, weil für die neue Season müssen wir wieder leveln. Und mit nagelneuen Profi-Settings. Also wieder alles neu. Ich habe wieder keine Ahnung, wie sich das Auto gleich fährt. Aber da der Taycan zumindest auf manchen Strecken ja unser Meta-Fahrzeug ist, gerade bei Beschleunigungsstrecken ist die E-Schleuder ja ganz gut zu gebrauchen, kann man hier auf jeden Fall hoffen, dass er nicht ganz scheiße wird. Andererseits ist das Rennen, was wir fahren, mit Liberty Territory ja extrem Topspeed-lastig. Sprich, viel Beschleunigung brauchen wir ja gar nicht. Also habe ich eigentlich nur eine Frage. Wie ist die Beschleunigung von der Karre? Der Topspeed von der Karre? 370. Das ist nicht viel. Das ist richtig. Dann bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, Thema steht eigentlich auch schon. Ansonsten sind wir, denke ich, ready. Sasa schreibt noch, YouTube soll liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten habe ich nichts zu sagen. Du etwa? Nö, bei Holy mal vorbeischauen. Okay, ja. Code zur Fixifo. Fair enough. Jetzt das Spielchen. Code zur Fixifo bei Holy, beziehungsweise Neukunden mit Code zur Fixifo 5 kriegen nochmal 5 Euro. Beziehungsweise nicht nochmal, kriegen 5 Euro statt den üblichen 10%, was bei den Probierpaketen besser ist. Also, wenn ihr zum ersten Mal bestellt, empfehle ich immer Probierpaket und dann nehmt den Code zur Fixifo 5. Bringt euch da in der Regel ein bisschen mehr. Sind wir einsatzbereit? Und ich würde sagen, ja. Legen wir einfach los. Da ich Solo fahre, brauche ich wieder nicht runterzählen. Wir legen einfach los. Also, unser Thema hier und jetzt, nachdem Mika gerade geschrieben hat, kommt alle mal auf Twitch vorbei, wo man da recht hat, oh, ich muss ja gar nicht schalten, wie angenehm ist das denn? Unser Thema ist der wohl schrecklichste Game Release seit Battlefield 2042. Es geht um die Vorbesteller-Variante bzw. den Vorbesteller-Zeitraum von Test Drive Unlimited Solar Crown. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war der erste Tag quasi nicht spielbar. Du warst live dabei, ich habe es gesehen. Von 9 Stunden oder 12 Stunden Stream warst du sage und schreibe anderthalb Stunden im Spiel. Ist das richtig? Kommt das hin? Nein, nicht mehr ganz. Ich habe gestern 13,5 Stunden gestreamt, war davon insgesamt 4,5 Stunden im Spiel. Die ersten 2 Stunden ab 10 Uhr, weil 10 Uhr war ja Start, ging gar nichts. Also da war dann die ganze Zeit Login-Fehler und Pipapo und sonstiges. Dann kamen Wartungsarbeiten, die dann auch Ewigkeiten und 3 Tage gedauert haben. Und dann irgendwann ab, ich glaube, 20 nach 12 kam ich dann rein. Endlich. Ja. Hab dann, glaube ich, 40 oder 50 Minuten gezockt. Dann gab es nochmal irgendwie was. Ja, und dann war bis 20 Uhr dann Ende. Da ging dann gar nichts mehr. Also wenn da reinkommen oder sonstiges. Manche Leute hatten Glück tatsächlich, manche so gar nicht. Ja, und konnte dann abends dann auch nochmal 3,5 Stunden spielen, was dann auch recht Laune gemacht hat. Und danach hatte ich ja dann aber auch nochmal wieder ein paar Einlog-Probleme und habe dann einfach ausgemacht. Aber ja, wie gesagt, von 13,5 Stunden, 4,5 Stunden spielen an einem Release-Day, ein bisschen schwierig. Das stimmt. Ja, und jetzt war ja heute der zweite Tag an dem Tag, wo wir aufnehmen. Da bist du aber nicht so lange online gewesen. Aber da konntest du, wenn ich das richtig gesehen habe, problemlos spielen, ne? Ja, genau. Also ich habe den Stream angemacht, das Spiel gestartet, war instant drin. Die Rennen konnte ich auch ganz normal fahren. Die Konsole hat lustigerweise weniger Probleme als der PC. Also beim PC zum Beispiel hattest du gestern noch mehr Probleme, um reinzukommen. Also da war fast gar nicht möglich. Ja. Dazu kam es noch, dass du, wenn du bei Keyseller-Seiten das Spiel gekauft hast, dass die Keys erst deutlich später kamen, als dann der Release war. Ja. Und die hatten ja auf dem PC noch nicht mal einen Preload. Das heißt, ab 10 Uhr, wenn du den Key hattest, konntest du runterladen. Hast du den Key erst irgendwann später gekriegt, dann konntest du erst dann runterladen. Na gut, was aber nichts gebracht hätte, weil du konntest ja eh nicht spielen, ne? Genau, richtig. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, also das mit dem auf Konsole besser als PC, das wundert mich eigentlich gar nicht so sehr, weil ich erinnere mich an Battlefield 2042, da war das genau dasselbe Ding. Auf dem PC, und ich habe ja jetzt also nicht den letzten Schrott-PC hier stehen, ne? Der ist jetzt nicht ultra-high-end, aber halt auch nicht schlecht. Und ich konnte ja mit 15 FPS spielen, da ging ja gar nichts. Andersrum war es aber so, dass Konsolen damals, ich erinnere mich an Mika, relativ wenig Probleme hatten. Das lag wohl einfach daran und wird wahrscheinlich bei TDU ähnlich sein, dass die meisten Spiele eher für Konsole mittlerweile optimiert werden. Das kann sein. Also wahrscheinlich wurde da auf PC einfach nicht genug Arbeit reingesteckt.
Aber ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein harter Schlag. Soweit man jetzt gehört hat, hat es dir eben schon mal grob erzählt, gab es ja auch eine enorme Welle, Zahlen kennen wir nicht, an Rückerstattung. Leute, die direkt gesagt haben, alles klar, deinstallieren, beim jeweiligen Seller melden und zurückfordern, das Geld. Ja. Was ja aber auf Konsole, glaube ich, gar nicht geht. Also wenn du auf PlayStation ein Spiel vorbestellst, kannst du es ja nach dem Download nicht mehr zurückgeben, oder nicht? Doch, du kannst über einen Sony Support kannst du anrufen und den Refund einschreiben innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen. Ah, okay. Also es geht schon, ist zwar ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Ja, also viele Leute, die das Geld direkt zurückverlangt haben. Was, muss man aber einfach sagen, eine gute Sache ist, weil das macht halt auch den Spieleentwicklern klar, wenn sowas passiert, okay, wir haben verkackt. Ja. Naja, das ist ja... Und ich meine, warum sollten Leute jetzt die, was auch immer, 100... Wie viel hat die Gold Edition gekostet? 90. Ja. Warum sollten die Leute 90 Euro jetzt, was ja, muss man sagen, für die höchste Edition gar nicht so viel ist im Vergleich zu anderen Spielen, aber es ist halt auch kein AAA-Game, ne? Warum sollten die Leute jetzt 90 Euro bezahlen, wenn das Spiel jetzt nicht läuft? Wenn sie es dann spielen wollen, können sie es sich ja in 3 Monaten im Sale kaufen für vielleicht 50 Euro und haben dann mehr Spaß damit, als wenn sie jetzt nur Frust schieben für 90 Euro. Na, richtig. Also macht das ja irgendwie Sinn. Ja, vor allem dazu kommt ja noch, wenn du da mal im Spiel warst, dann und die Rennen gestartet hast, weil Rennen musst du fahren, damit du weiterkommst. Vor allen Dingen, wenn du den Prolog spielst, hast du halt 2 Rennen. Ja, das Problem ist aber, das Rennen startet dann einfach nicht, weil Rennserverfehler. Mhm. Das heißt, du hängst dann da 3, 4, 5 Mal, musst das Rennen halt jedes Mal neu starten, bis du das Rennen überhaupt mal starten kannst. Ja. Ja, und dann gab es noch den Fehler, du hast das Rennen abgeschlossen. Ja, Rennfehler zählt nicht, darfst du nochmal fahren. Und dann darfst du wieder das gleiche Spiel wieder von vorne. Das ging dann irgendwie auch wieder so 3, 4, 5 Mal so. Scheiße, ja, das darf natürlich in einem Rennspiel nicht passieren, dass du gerade die Rennen nicht spielen kannst. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hatte ich auch, ich war ja passiv im Stream mit dabei, hattest du auch einmal dann irgendwie anscheinend das Spiel neu gestartet, weil es nicht weiterging. Und dann kamst du wieder nicht rein, ne? Also beim ersten Mal, wo du drin warst, hast du eine Weile gespielt und dann kamst du irgendwie nicht weiter, weil irgendwie Rennladefehler oder so, hast neu gestartet und dann ging gar nichts mehr. Ja genau, ich hatte ein Rennen gestartet und hatte dann einen zweiten Mitspieler dabei, weil es ja ein Online-Spiel, also mit einer Online-Lobby, wo du dann halt Leute einlädst, wenn du ein Rennen startest, sofern du nicht schnell gedrückt drückst, weil das kannst du nämlich ein bisschen umgehen. Ja, ja, aber das hat einer reingejoint und danach war Ende. Also zusammenspielen war dann auch nicht möglich in dem Sinne, vor allem war ein Random, war ja keiner irgendwie aus dem Stream oder aus der Freundesliste, sondern war spontan drinne und dann ging gar nichts mehr. Klasse. Also ja. Ja, dann musstest du neu starten und dann kamst du wieder. Und danach ging halt nichts mehr, richtig. Ja, gut, keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen schwierig. Ich sag's mal so. Mein TikTok, was wundersamerweise, ich habe ja ein TikTok zu TDU gemacht während der Beta. Das geht die letzten Tage wieder relativ gut. Das hat jetzt irgendwie 30.000 Aufrufe mehr als vor 2 Tagen. Das ist ja total fehlinterpretiert worden. Ich habe ja in dem Spiel, in dem TikTok damals gesagt, wenn das Spiel rauskommt und läuft perfekt, dann ist es mir egal, wenn die Grafik nicht so gut wird. Bla bla bla. Und dann war halt irgendwie funny, dass mir da so ein NPC entgegengeflogen kam mit einem dreifachen Salto. Ja. Das wurde ja aber total positiv interpretiert, obwohl ich eigentlich damit sagen wollte, das Spiel ist aktuell der letzte Müll. In der Beta. So, ich habe halt aber irgendwie in dieser Aussage relativ positiv geklungen, wodurch das irgendwie, ja, sehr falsch aufgenommen wurde. Ich habe das einfach stillschweigend gelassen, dass die Leute das so aufgenommen haben, weil es mir ja relativ egal. Ja, ich meine, ich habe mir das Spiel nicht gekauft, weil ich gerade in einer sehr stressigen Phase bin und den Kopf nicht dafür habe. Sonst hätte ich es gekauft, obwohl ich skeptisch war. Also ich hätte TDU eine ganz faire Chance gegeben, auch wenn Skepsis da war. Aber hatte halt einfach jetzt nicht den Kopf dafür bei allem anderen, was bei mir im Moment so los ist. Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, es ist mehr oder weniger das, was ich nach der Beta erwartet hätte, wie es rauskommt. Ne? Also die Grafik... Was ich jetzt bei dir gesehen habe, klar, ist wieder aus einem Stream, ist nicht die Originalgrafik. Fand ich sehr enttäuschend, auch wenn, muss man halt einfach sagen, ja, es ist kein AAA-Game, man muss nicht die höchste Grafik erwarten. Käme ich mit klar, habe ich auch in dem TikTok gesagt, da stehe ich zu. Die höchste Grafik muss für mich nicht unbedingt sein, wenn der Rest stimmt. Mhm. Mal gucken, was sie dran machen, weil aktuell stimmt der Rest halt nicht, ne? Also Serverfehler, Rennfehler... diverse andere Kritikpunkte gibt es ja auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den NPCs aussieht, ob das immer noch so läuft wie bei mir auf diesem TikTok-Clip, aber... Nö, also
keine Ahnung, also die das Handling ist auf jeden Fall deutlich besser geworden aus der Beta. Also das merkt man. Das sah in deinem Offroad-Rennen, was ich gesehen habe, aber nicht so aus. Ja, ich bin in der Beta noch nicht Offroad gefahren, deswegen kannte ich das nicht. Also ich habe ja nur bis Level 15 gespielt gehabt in der Beta. Ja. Das war halt alles komplett Straße, da kannte ich Offroad nicht, weil ich danach konnte ich auch nicht mehr spielen, weil ich war weg. Ja. Und die Beta, die dann auf der Konsole rauskam, also die VIP-Beta für die Vorbesteller, gut, ich habe mir den Prolog angeguckt, weil der war neu. Danach war es 1:1 aber das gleiche. Also du hast halt theoretisch dann jetzt mit dem Release-Start dann dreimal das gleiche Spiel am Anfang gehabt. Ja. Nur, dass es dann halt besser läuft, dann du jetzt den Prolog mit da drin hattest, ja, und das Handling halt noch überarbeitet worden ist. Ja, aber so wie das Offroad aussah, das, also ich weiß nicht, hast du dich da noch reinfuchsen können, weil das, was ich da gesehen habe, das sah ja schon sehr dramatisch aus. Das sah ja. Ist tatsächlich, also ja, du musst dich halt auch dran gewöhnen, das Offroad-Fahren. Das ist halt nicht jetzt wie in TCM, wo du dann, ich drück mal kurz die Bremse und mein Arsch rutscht dann mal schön um die Kurve, sondern musst halt wirklich bremsen und normal rumfahren. Ne? Also ein bisschen Handbremse ziehen. Simulativer als Arcade. Genau, richtig. Also nicht. Nicht so ganz Arcade wie TCM, sondern ein bisschen mehr auf Realismus im Offroad. Richtig. Was ja auch prinzipiell nicht schlecht ist, das ist ja einfach Geschmacksfrage. Ja genau, das ist ja eine persönliche Präferenz so. Ne, also du kannst halt so die Handbremse ziehen und bremsen und dein Auto so ein bisschen um die Kurve schmeißen, das geht. Ja. Fahrverhalten technisch ist das mittlerweile echt in Ordnung. Also in der Beta war es eine reine Vollkatastrophe. Interessant. Weil, also ich habe ja die Streams gelockt, ne? Ich war ja immer mal in der Nähe des PCs zum Beispiel und habe da mal eine Minute reingeguckt. Und ich finde schon, dass die Fahrphysik sieht ein bisschen nach, ist kein passender Vergleich, aber nach, wie habe ich es eben genannt, wenn ich mit einem Hot Wheel als Kind auf dem Teppich gespielt habe, so ein bisschen. Ah, eigentlich ist das ein Bullshit-Vergleich. Ja, es ist so ein bisschen like GT7 theoretisch, wenn man das gespielt hat. Also wenn weiß wie, so, weil du fährst halt drauf, musst halt deine Bremspunkte haben und dann fährst du mal ne, außen rein in, ne, durch den Scheitelpunkt und dann wieder raus. Ja, klar, das machst du ja prinzipiell in jedem Rennspiel. Machst du auch in TCM noch normalerweise. Ja, genau, aber so. Es sieht nicht ganz so nach GT7 aus. Es ist ein bisschen. Also GT7 ist ja schon echt dramatisch, ne? Also GT7 ist ja ein Lenkgas-Bremsfehler und du machst komplett Heat, so schlimm sieht's nicht aus. Nee, das nicht. Also es ist so ein Zwischending. Also ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr die Fahrphysik, die kann ich ja gar nicht beurteilen, wenn ich nicht selber spiele. Sondern mehr, wie es aussieht. Ich finde, es sieht sehr starr aus. Ja. Also die Optik ist sehr so, als wäre die Kamera auf einer geraden Metallstange hinterm Auto und kann sich um keinen Millimeter bewegen. Es sieht sehr... Ja, dieser Stare-Effekt von der Kamera ist halt ein bisschen... Ja, es ist ja auch das ist Geschmacksfrage, ne? Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es finden würde, wenn ich selber dann mal 2-3 Stunden spiele, ne? Dann gewöhnt man sich ja auch an so eine Kameraführung und dann ist das ja auch nochmal alles was anderes. Es sieht nur jetzt für mich als Zuschauer, der das Spiel nicht kennt, irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Aber auch das, ne? Ich versuche jetzt nicht, das Spiel klein zu machen... Kann es nicht beurteilen, wie es ist, wenn man es spielt. Ja. Also. Und das Geschwindigkeitsgefühl ist mittlerweile relativ gut. Echt? Also das merkst du mittlerweile, dass du schneller fährst, also das siehst du. Ja gut, ich meine, das war ja auch so einer meiner Hauptkritikpunkte mit in der Beta, ne? Dass ich das Gefühl hatte, egal was ich fahre, wie schnell ich fahre, gefühlt, also mit 250 km/h hatte ich das Gefühl, ich fahre durch eine Spielstraße im echten Leben. So ungefähr. Aber. Ja gut, in der Beta hatten wir natürlich auch noch nicht so die High-End-Topspeed-Karren, ne, dadurch. Ja, richtig. Ist halt auch die Frage, wie das jetzt ist, wenn man die Autos hört, tuned und so weiter, das entwickelt sich ja. Ja, genau. Ja, also ich sag mal, nach allem, was man so sieht, scheint es auf jeden Fall so zu sein, dass TDU ein gewisses Potenzial hat, aber auch nur, wenn sie jetzt an den richtigen Punkten wirklich Knallgas geben in der Entwicklung, also... Ja, genau. Das ist ja... Ja, ich sag mal, es ist ja eigentlich traurigerweise mittlerweile ein Standard-Release. Ne, welches Spiel läuft heutzutage bei Release wirklich rund? Gut, es ist nochmal ein krasses Beispiel, aber es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass ein Spiel bei Release nicht flüssig läuft. Na, richtig. Plus, Release ist in 5 Tagen. Ja, der offizielle Release am 12. Also, das ist ja nochmal, eigentlich kann man das ja gar nicht sagen, weil der Release kommt erst noch. Eben. So, und jetzt nur, um das mal angesprochen zu haben, bevor ich ins Ziel komme, der Taycan mit den neuen Settings, das ist ja biestig. Ja, kann sich bei Baba bedanken. Er fährt richtig nice. Baba hat die Settings gemacht? Ja, das sind Baba-Settings. Ehre geht raus an Baba. Also, ich glaube, er war ja auch vorher schon echt gut, aber ich habe komplett cleanes Fahrgefühl gehabt und bin rein mit einer 12,56, was ich jetzt noch nicht beurteilen kann, aber was
für mich schon ganz gut klingt. Muss jetzt gleich mal gucken, wie das im Vergleich ist, weil ich habe die Vergleichszeiten mir vorher nicht angeguckt wieder, aber... Mhm. Aber wo fällt der Taycan von unserer Liste herunter? Platz 8. Ja, dann hat er ja auch einen guten Platz verdient. Hoffentlich kriegt er den auch. Das, was Matze gerade schreibt, habe ich auch schon ein, zwei Mal gelesen, so, dass jetzt quasi die Vorbesteller-Varianten in Spielen häufiger wie Beta-Tests genutzt werden. Ja, genau. Na, also, dass jetzt die Leute, die die teuerste Version haben, eine Woche vorher da sind, um Serverprobleme auszuloten, um so die größten Kritikpunkte schon mal aufzufangen, damit sie dran arbeiten können. Und das ist ja eigentlich echt schlimm. Die, die am meisten Geld bezahlen, werden als Testpersonen benutzt. Und in fact ist es halt auch irgendwie so, ne? Klar ist das wahrscheinlich nicht die Hauptintention. Eigentlich wollen die das nicht so, aber es ist irgendwie immer so. Ah, aber Gott. Was man noch dazu sagen kann zu TCM, der Verkehr ist auch entspannt, tatsächlich deutlich entspannter. Das ist jetzt nicht so buggy wie in der Beta. Ja. Also Straßen sind auch, je nachdem, wo du langfährst, gut befüllt. Ja, Ab gut. Und zu despawnt mal so ein Auto auf zwei. Ja, aber okay, das ist also guck dir TCM an, weißt du so. Also ja, was genau. Verkehr angeht, darf ich nicht meckern, sonst meckere ich am falschen Spiel. Aber, und was ich auch gut finde, ist die anpassbare KI. Je besser und schneller du fährst, desto stärker wird die KI. Also du fängst ja mit Anfängerbots an. Ja. Und je mehr du Leistung und sowas in ein Auto schmeißt und je schneller du bist von den Zeiten her und sowas, steigert sich der KI dann, ne? Auf fortgeschritten, erfahren und sowas. Das finde ich an sich ganz cool, sodass schlechtere Fahrer auch schlechtere Bots kriegen. Ist aber problematisch, genau. Weil du ja immer online fährst. Du hast ja immer andere Spieler in deinem Rennen, wenn jemand da ist. Und dann wird es schwierig. Ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich so ein Zwischending genommen. Wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Dass wenn du, keine Ahnung, du bist gut, dann kriegst du eine Stufe da drüber. Nur, da ist das irgendwie angepasst. Ja, oder so. Das kann sein. Screw schreibt gerade noch, dass The Crew ja nicht von Anfang an 100% fehlerfrei war, wie andere Spieler auch. Ist richtig, auch Motorfest hatte seine Kinderprobleme, hat es ja auch immer noch einige. Da brauchen wir, ne? Ich will es ja gar nicht, ich tue jetzt nicht so, als wäre Motorfest das perfekte Spiel. Aber der Motorfest-Release lief eigentlich ziemlich gut. Also wir hatten keine krassen Serverprobleme, wir konnten nicht in der Gruppe spielen, keine Frage. Das hat nicht gut funktioniert, fast gar nicht funktioniert. Aber die Server liefen, die Playlists liefen, die Fahrzeuge liefen, die Fahrphysik lief. Das ging alles bei Motorfest schon bei Release sehr, sehr gut. Im Vergleich zu am ersten Tag kannst du gar nicht spielen und direkt erstmal zwei Serverwartungen und alles überfordert und alle rasten aus, ist das schon anders. Aber das heißt ja nichts. Also wie gesagt, Battlefield 2042, habe ich mich total drauf gefreut, war katastrophal, der Release. Also du konntest spielen, aber die ersten Monate mit 15 FPS auf meinem PC. Also, ne? Also ich will ja gar nicht so tun, als wäre das jetzt der schlimmste Release jemals. Auch wenn gut ist er auch nicht. Okay, gucken wir auf die Zeiten. 12, 56, 4, 3, 3 sortieren wir ein und haben. Ja, Platz 3 der Street Tier 2, kurz hinter dem ersten Racing Bike, sehr verdient. Eins von drei Street Tier 2 Fahrzeugen, das in der Lage war, eine unter 13 zu fahren bei mir. Für das Auto eine verdiente Runde, würde ich sagen. Ja, also, wir drücken natürlich allen Käufern von TDU die Daumen, dass es bald besser wird. Nur weil ich das Spiel von Anfang an sehr kritisch beäugt habe, heißt das nicht, dass ich jedem wünsche, dass das Spiel scheiße ist. Keine Frage, ich wünsche mir, dass alle bei Motorfest bleiben, weil natürlich ist das meine Bubble und fühle ich, wenn die gut läuft. Wenn ich Zeit hätte, wäre ich auch in TDU mit reingegangen und hätte mir das mit angeguckt, aber die Zeit habe ich einfach aktuell nicht. Und da muss ich Prioritäten setzen. Also bleibe ich bei Motorfest und überlasse das Feld anderen. Wenn ihr ein bisschen was zu TDU sehen wollt, habt das ja schon mitbekommen. Ihr seht den Namen links im Bild. Einmal bei Pyro auf Twitch reinschauen. Der streamt das auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit lang recht regelmäßig. Und dann würde ich sagen, sind wir für dieses Video durch. Haben TDU zumindest mal so grob überschlagen, wie der Release gelaufen ist. Wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft besser wird. Ich drücke die Daumen. Ich wünsche es jedem, aber ich kann auch jeden verstehen, der es gerefundet hat bei dem Release. Also ich glaube, wenn ich wie du 10 von 14 Stunden in der Warteschlange gesessen hätte, das hätte ein Video gegeben, wenn mir das passiert wäre. Ja, ich meine, wir hatten trotzdem Spaß. Also das ist das Wichtigste. Okay, also wir gucken weiter auf die Entwicklung von TDU. Schreibt gerne eure Meinungen zum Release in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt sagt Pyro euch auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen YouTube und für weitere wundervolle und spannende Themen, ne? Kommt auch gerne mal auf YouTube vorbei, auf YouTube sowieso vorbei und auf Twitch für neue Themen. Denn neue Themen für neue Motortest-Videos brauchen wir immer noch.
Also, bis dann. Ciao, ciao. Themenvorschläge in die Kommentare ist richtig. Und warum war das gerade so witzig? Pyro macht kein YouTube. Also, wenn er euch sagt, kommt auf YouTube, meint er meinen Kanal, was nicht wirklich Sinn macht. Das seid ihr gerade. Also, kommt auf Twitch vorbei. Auch dafür ist der Link in der Videobeschreibung. Macht's gut.